Ja, moin Leute, was geht? Der zu dem Shark ist mal wieder back am Start mit einem neuen Video, Leute. Wir sind heute wieder in Zombies, wieder Tipps für Anfänger, diesmal in Season 4, weil mein altes Video ist ja schon ein bisschen out of time, würde ich sagen. Und wir hatten ein neues Update mit Season Update, Mauer der Toten. Bei Mauer der Toten zeige ich euch alle Sachen, die ihr machen könnt, die euch vielleicht wichtig sind. Aber wir fangen zuerst mal mit den anderen Änderungen an und was ich zurzeit empfehlen würde zu spielen oder was gerade gut ist. So, von Anfang an möchte ich sagen, dass die Zombies leben von 120.000, die haben sie ja echt extrem hoch in hohen Runden gemacht. Also die hatten in Runde 65 120.000 Leben, also die konntest du ja fast gar nicht mehr töten. Haben die jetzt zurück auf 60.000 Leben, sind immer noch doppelt so viel wie ganz am Anfang von Zombies, aber es ist schon viel besser. So, dann fangen wir an. Die Nummer 1 ist Schmetterexplosion, ist nach dem Patch so extrem gut. Ihr seht es auch im Hintergrund, ich habe mit Sniper gespielt, mit einem Schuss war die ganze Horde weg. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr leveln wollt oder wenn ihr allgemein einfach ein bisschen auf hohe Runden wollt. Damit könnt ihr das auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Und wenn ihr Bock habt, dass wir mal einen Stream machen, wenn wir vielleicht Runde 100 auf Runde 100 gehen mit der Sniper, mit Schmetterexplosion, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich freuen. Genauso die Molotow und auch allgemein die Granaten. Molotow ist im Moment absolut meine Lieblingsgranate, auch in hohen Runden immer noch komplett krass. Also ihr könnt die werfen. Sagen wir, ihr habt eine Horde hinter euch, ihr müsst gerade punchen oder sonst was. Werft ihr einfach hinter euch, ihr könnt punchen, die sterben alle gefühlt. Auf jeden Fall richtig, richtig krass. Genauso der Granatenwerfer, den habe ich jetzt zum Beispiel im Gameplay benutzt zum Exfiltrieren. Da könnt ihr auch eine Horde mit einem Schuss. Früher war der so schlecht in hohen Runden, aber jetzt ist der auf jeden Fall richtig brauchbar und könnt ihr auf jeden Fall verwenden. Würde euch auf jeden Fall Spaß machen. So, das Mauer der Toten, die Mauer der Toten Sache machen wir nämlich live. Also ich schneide es trotzdem zusammen. Aber ich zeige euch so mal live, welche Laufwege und so weiter, damit ihr das dann auch versteht. Weil für manche ist die Map halt komplett neu. Und so können dann auch alle das machen, was sie machen müssen oder machen wollen. Jo Leute, wir sind jetzt auf Mauer der Toten. Wir sind im ersten Raum, hier oben. Und ich zeige euch jetzt das Disco Easter Egg, wie wir Klaus machen. Und wie wir die Wunderwaffe bekommen. Alles in einem Video, damit ihr das mal wisst und damit ihr alles auf einmal wisst. Wir gehen in die Seilrutsche unten, nehmen auf jeden Fall das erste Teil, das liegt hier. Wenn ihr von der Seilrutsche kommt, direkt links in dem Raum. Dann folgen wir der Route bis hierhin. Hier rechts ist das nächste Teil. Dann gehen wir hierhin und wir gehen jetzt einfach den Strom anmachen. Und da holen wir dann das dritte Teil. So, Macho spawnt hier schon der Zombie, den wir brauchen für das Licht. Ich sprint hier meistens einfach drüber, weil die Züge brauchen eh ein bisschen, bis sie kommen. Hier weiter. Und hier ist dann schon der Stromraum. Es wird ja auch angezeigt, also es ist relativ einfach. Hier machen wir dann an. Dann wird gesagt, wir können es nicht anmachen. Gehen wir hier runter. Hier ist das erste Sturm. Einfach messern. Hier ist das erste Teil. Jetzt ist es schwierig zu zeigen, weil die Zombies da sind. Aber hier, Leute, mit dem Licht, hier liegt das erste Teil. Das nächste Teil, das können wir aufnehmen. Jetzt laufen wir einfach zurück. Ich tue immer die Sachen, wo ich laufe, vorspulen. Aber ihr könnt das ja auf langsam machen, wenn ihr nicht genau wisst, wo ich gerade lang gelaufen bin. Auf jeden Fall, hier ist dann der nächste Blitz. Ich nenne ihn immer Blitz, obwohl der ein Sturm heißt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Machen wir mein Ding an, weil ich will den letzten nicht töten. Gehen wir Schreiner. So, das war hier hinten rechts. Und wenn wir jetzt hier in die Bar gehen, hier ist Juggernaut. Und zur Info, hier liegt auf jeden Fall noch ein Teil. Jetzt können wir nämlich den Strom anmachen. So, Sicherung rein, Strom an. Jetzt laufen wir einfach mal weiter. Hier könnten wir eigentlich unsere Waffe schon mal hoch auf blau machen. Dann gehen wir hier hoch. Wir hätten auch im Stromraum hoch können, aber ich laufe immer hier lang, um meine Waffe dann gleich zu verbessern. So, jetzt zeige ich euch erst das nächste Teil. Wir gehen hier hin. Gehen hier hoch. Hier ist auch der Wunderfiss. Und hier liegt noch ein Teil. Dann kaufen wir uns Jugger, schnell rennen, Deadshot, das sind so meine Standard-Perks am Anfang. Gehen runter, wir haben 8000 übrig, das ist perfekt. Machen wir Pack-a-Punch. Pack-a-Punch müsst ihr einfach die ganzen Zombies töten, das wisst ihr wahrscheinlich alle schon. Das war jetzt dumm, weil der letzte Zombie dabei war. So, Jünger, jetzt haben wir Pack-a-Punch frei.
Wir punchen einmal und wir machen auf jeden Fall Hirnfäule drauf. Wenn ihr nicht genug habt zum einmal punchen, ist auch nicht schlimm, aber auf jeden Fall Hirnfäule drauf. Jetzt kommt schon der Panzersoldat, was auf jeden Fall gut ist. Den brauchen wir auf jeden Fall. Was ich euch empfehlen kann, ist entweder auf den Kopf schießen oder auf die Brust. Dann geht der relativ schnell down. Er lässt auf jeden Fall ein Teil fallen hier. Ah, Achtung, Geschütz. Und das Teil brauchen wir auf jeden Fall. Wir gehen auf jeden Fall hier zwischen den Mauern und graben hier ein bisschen rum. Ihr kriegt da auch Schrott raus, also ist es sowieso nicht so schlimm, wenn wir da ein bisschen graben. Und wir suchen auf jeden Fall die ganzen Stellen. Wir müssen nämlich einen Satelliten hier rausbekommen. So, hier ist noch eins. Hier ist er nicht, dann gehen wir einfach auf die andere Seite. So. Hier ist er auch nicht. Hier ist er auch nicht. Hier ist er auch nicht. Hier ist er. So. Den haben wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir die zwei Teile schon. Wir haben Hirnfäule auf jeden Fall drauf, was schon mal gut ist. Die Zombies lassen wir auch am besten am Leben. Dann gehen wir hier hin. Machen auf. Und jetzt gehen wir zum letzten Teil vom Bunny Easter Egg. Und werden dann auch schon teleportiert. Also es ist hier in dem Raum, einfach in dem Regal hier hinten. Die meisten YouTuber erklären es einfach so, dass sie dir zeigen, welcher Raum ist, aber du weißt ja noch gar nicht, welcher Raum ist, wenn die Map noch relativ neu ist. Deswegen zeige ich einfach alles direkt. Hier sind wir im Bunny Easter Egg. Es ist nicht so wie bei den Maschinen, sondern wir müssen hier auch gegen die Zombies fighten. Ist relativ einfach. Es gibt drei verschiedene Runden. In der ersten Runde kommen Mangler, danach kommen die Mimika. Die Mangler sind eigentlich auch relativ einfach. Einfach auf die Arme schießen. Und dann tötet ihr alle Zombies und dann geht auch die zweite Runde gleich los. So, jetzt mal die nächsten. Die tanzen jetzt erstmal wieder. Und wir müssen in der zweiten Runde kommen auf jeden Fall die Mimika und diese Hunde. Ich weiß nicht mehr genau, Peiniger, glaube ich. Und in der dritten Runde kommen auf jeden Fall die Jünger. Und die müssen wir alle so umbringen. So, jetzt sind wir in der letzten Runde. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr mit mehreren spielt, dann kommt in der dritten Runde ein Megaton. Und ja, das ist manchmal nicht so einfach, wenn man noch nicht so gute Waffen hat. Deswegen empfehle ich auch immer zu punchen direkt. Also ich habe es alleine noch nicht erlebt, dass hier ein guter Herr Megaton kommt. Aber es kann durchaus sein. So, in der Mitte spawnt hier Max Ammo, dann wisst ihr, dass ihr fertig seid. Jetzt müsst ihr noch kurz warten, bis der Affe da ein paar Geräusche macht und dann können wir hier schon rein. So, jetzt können wir uns entscheiden, 1, 2 oder 3. Ja, meistens die 3 ist einfach chillig, jetzt war es nicht so gut. Aber man kann hier auf jeden Fall auch die Wunderwaffe rausziehen, das zeige ich euch jetzt. Jetzt werden wir auch schon zurück teleportiert. So, was wir als nächstes machen, ist hochlaufen. Hier hoch zu dem Raum, den zeige ich euch. Hier können wir auf jeden Fall noch das Mikrowellendings einsetzen. Das ist dieser Satellit, den wir aufgesammelt haben. Wir laufen auf jeden Fall jetzt hier, dann laufen wir nach rechts bis hier hinter. Hier chillen wir jetzt. Wir haben Hirnfäule auf unsere Waffe und warten jetzt auf Zombies. So, haben wir einen mit Hirnfäule? Das ist perfekt. Oh, ja, das wollte ich nicht. Der macht es auf jeden Fall hier auf und wir können das letzte Teil für Klaus holen. So. So, diesmal müssen wir nicht zum Strom, sondern eins weiter. Gehen dann hier zu Klaus, drücken F und dann spawnt Klaus hier auch schon. Wir können gleich, während Klaus spawnt, schon mal hier zurücklaufen. Dann warten wir eben, bis Klausi da ist. Dann haben wir die Fernbedienung. Jetzt machen wir das mit Q auf bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mit L2, glaube ich. Wenn ihr auf Konsole spielt. Dann zack, schlägt er das hier auf. Nebenbei versucht Klaus bei euch zu halten, damit er ein paar Kills macht. Weil die braucht ihr nämlich, um ihn aufzuleveln. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir müssen nämlich Zahlen suchen. Ich mache das immer nach einer Reihenfolge, wie die Räume bis nach oben sind. Oh, Scheiße, jetzt kommt. Und zwar ist hier hinten der erste Raum. Oh, Scheiße. Hier machen wir auf. Hier ist der erste Raum. Das ist aber eigentlich die Zahl 3. Die Zahl 2. Jetzt merken wir uns, das ist die zweite Zahl. Dann schauen wir hier. Hier oben ist die 18, also merken wir uns, 2 ist die 18. Klaus hat jetzt die letzten gekillt, was nicht so gut ist.
Also ich merke mir das immer so im Kopf. Man kann es auch aufschreiben. Also 2 ist 18. Dann ist hier nämlich die 3. Aber das ist halt... hier ist die 09 sogar direkt. Ist die 3 die 09? Also 1809. 1809. 1809. Das sage ich mir einfach die ganze Zeit. Also ihr kennt es bestimmt, wenn ihr euch so eine Zahl merken müsst. Irgendwie ist das eigentlich relativ einfach. Hier ist auf jeden Fall der dritte Raum, Leute. So, und hier auf jeden Fall noch ist eine 15. War das eine 15? Das war eine 15. Das ist halt der Weg, den ich gehe. Weil sonst müsste ich jetzt hier rein, dann wieder da ganz runter und dann wieder dorthin. Und das sehe ich nicht ein. Deswegen machen wir das so. 15, 9, 18. Dann gehen wir wieder hier zurück. Gehen hier an Tresor. Dann gehen wir ran. Und es geht auf. Und hier haben wir die Wunderwaffe. Die Wunderwaffe ist ganz gut. Ihr könnt 3 verschiedene Upgrades am Boden aufheben. Und ihr könnt die beim Pack-a-Punch abholen. Echt eine sehr gute Waffe, auch für hohe Runden. Das letzte, was wir machen, ist Klaus upgraden. Zum Klaus-Upgraden ruft ihr einfach Klaus bei diesen Dingern. Es gibt verschiedene auf der Map, die werden euch mit so einem Funkgerät angezeigt. Ich hole einfach Klaus jetzt schon mal ab und ich stelle mich dann meistens auch mit ihm hier unten hin. Wenn es euch ein bisschen zu eng ist, könnt ihr auch woanders hin. Ihr müsst auf jeden Fall dann hier hoch und schauen, bis das Gesicht lächelt. Töte auch wie gesagt die Zombies, die stellen ihn jetzt schon mal hier hin. So Leute, jetzt könnten wir den hier hinterstellen und er geht dann hier rein. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, nehmt euch auf jeden Fall eine gute Waffe mit, weil ihr müsst jetzt eine Minute auf ihn aufpassen. Am besten auch die Runde beenden, weil dann spawnen nicht ganz so viele. Ich habe jetzt hier einfach die Wunderwaffe genommen. Wir sind Runde 17, also ist es noch nicht ganz so schwer. So, jetzt ist Klaus geupgradet. Ich hatte eine gepunchte Waffe. Also ist auf jeden Fall viel besser. Man kann ihn auch noch weiter upgraden, aber das würde ich im nächsten Video machen. Wenn ihr weitere Fortgeschrittene und noch eine High-Round-Strat sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abonnement auf meinem Kanal da. Und wir werden uns im nächsten Video sehen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr alles denn noch sehen wollt, wo ihr Hilfe braucht, was für Tipps ihr braucht, was wo das Beste ist. Und ja, Klausi sagt Tschüss, ich sag Tschüss, Peace.